Hallo und herzlich willkommen heute erneut mit einem neuen Toy Review von Transformers Prime Decepticon Rumble. Ja, jeder kennt Rumble. Rumble gehörte damals zu den kleinen Kassetten von Soundwave und war natürlich dieser kleine Kampfroboter, der mit seinen verwandelbaren Armen dann quasi immer wieder Schockwellen auf dem Boden projiziert hat und dadurch die Autobots zu Fall gebracht hat. Frech und sehr überheblich immer. Hier wird er geliefert als, als was würde ich es jetzt identifizieren? Ich weiß nicht, VW nicht. Renault, denke ich mal eher. Jedenfalls eine sehr schöne Figur. Der Wagenmodus ist sehr schlicht gehalten. Leider fehlen komplett die Lampenbemalungen. Die Fenster sind im schlichten Rot gehalten. Die Frontscheinwerfer sind leider auch nicht bemalt. Die Räder sind ganz schlicht. Sehr schlicht gehalten. Ja, eher negativ, aber okay. Dafür hat Hasbro vorne auf dem Frontgrill ein Decepticon-Symbol angebracht und hey, man mag es kaum glauben, auf der Rückseite natürlich auch. Allerdings, auf einigen Figuren bringen sie Symbole raus, auf einigen natürlich nicht. Sehr schade. Geliefert wird Rumble mit zwei solcher Waffen. So eine Art Gatling Guns, Raketenwerfer, ich würde eher sagen Strahlenwerfer. Ja, diese Waffen können seitlich im Fahrzeugmodus angebracht werden. Hinten an diesen kleinen Konnektoren. So, und schon hat er quasi ein schönes Triebwerk und auch die Bewaffnung. Ja, kommen wir erstmal jetzt zur Packung. Wie immer bei der Transformers Prime Toyline ist die Verpackung immer wieder im gleichen Design gehalten. Das Artwork, Fahrzeugmodus, Robotermodus und natürlich der passende Text. Rumble gehört zur Figuren Wave 1 und dann ist er die Nummer 14. Und ja, was soll ich groß sagen? Rumble, sein Text ist: Decepticon Rumbles Schockrammen, von denen ich vorhin erzählt habe, sorgen für Chaos und Verwüstung. Ja, wie immer. No Rumble ist immer wieder dasselbe mit dir. So, ja, die Waffen lege ich jetzt erstmal zur Seite und jetzt zeige ich euch mal die Verwandlung an sich. Eines vorweg, bei dem Kopf unten drunter, nicht wundern, der fällt öfters auch bei der Verwandlung ab. Ja, schlecht gemacht, aber geht. Man sieht ja auch schön das Gesicht, was er quasi auf dem Brustkorb hat. Verstehe ich zwar nicht so ganz wieso, aber vielleicht ist es auch nur eine Hommage an die alte Figur. Die alte Figur war quasi eine Kassette und die Rädchen, die quasi die Kassette, die MC damals angetrieben hat, waren natürlich auf der Brust. Ja, vielleicht ist es einfach nur ein Zufall, dass sie jetzt aussieht wie ein Gesicht. So, wie gesagt, kommen wir zur Transformation. Dazu einmal die Seitentüren lösen. So, die Beine einmal runterklappen. Das heißt, die Motorhaube einmal runter, dann die Beine runterklappen, splitten. Dann einmal den Frontkühler jeweils an jeder Seite zur Seite. Dadurch lassen sich die Beine komplett gerade biegen. Unten die Füße einmal rum. Nicht wundern, er steht sehr breitbeinig. Das ist aber auch beabsichtigt. So, das war Nummer 1. Nummer 2. Die Seite rausziehen. An jeder Seite. Das ist ein bisschen schwieriger. So. Dazu sei aber gesagt, aufpassen. Hier oben sind so kleine Packs. Die brechen sehr schnell ab. Deswegen, wenn es geht, immer vorsichtig versuchen rauszuziehen. Sollte aber dem keinen Abbruch machen. So. Jetzt die Front, Oberseite, wie auch immer, splitten.
einmal so rumklappen, dann einmal die Seiten rumklappen. So. Dann die Arme entfalten nach unten. Ja, ebenso, genauso. Jetzt den Rücken gerade nach oben. Das heißt von der Position in dieser. So. Und jetzt, was ein bisschen tricky manchmal ist, ich möchte auch gleich mal zeigen, wieso. Hier oben in dieser Scheibe ist der Arm drin. Der Arm wird hier unten, man sieht es hier schon, mit einem kleinen Pack in den Arm gestiftet. Deswegen entweder versuchen, vorsichtig zu lösen. Bei mir geht es hier relativ gut. Ich habe aber auch schon beim Bekannten gesehen, der hat es versucht zu lösen und dadurch hat er sich den Konnektor abgebrochen. Nicht so gut. Das heißt, einmal lösen vorsichtig und nach oben. Andere Seite genauso. Einmal nach oben. So, die Arme einmal drehen. Und schon haben wir Rumble im Robotermodus. So. Rumble ist ein sehr imposanter Charakter. Sehr viele Details weist er auf, auch wenn die Verfärbung sehr schlicht gehalten ist. Er wird natürlich mit einem blauen, nonmetallischen Plastik geliefert. Quasi oben am Kragen Silber. Der Kopf an sich auch silber-schwarz mit roten Verfärbungen. Oben auf der Schulter sind kleine rote lichtreflektierende Plastikteilchen, wie auch in der Scheibe und im Gesicht. Man sieht natürlich auch hier die Augen leuchten im Dunkeln, quasi wenn sie von hinten beleuchtet werden. Ja, der Brustkorb, von dem ich schon erzählt habe, noch mit sehr vielen, na, Fokus will nicht, mit sehr vielen kleinen Details. Die Beine sehr massiv. Mich stören allerdings die Frontgrille hier vorne so ein bisschen, denn dadurch lassen sich natürlich die Posen nicht so richtig gestalten. Die Arme sind ganz schlicht gehalten und die Schultern sind sehr massiv. So, soll ich nochmal gerade gucken? Ah, ich sehe gerade sowieso, ich habe einen kleinen Fehler gehabt. Die Schulter waren nicht richtig unten. So, aber das Problem haben wir jetzt schnell gelöst. Die Waffen. Da bitte immer aufpassen, denn dieser Konnektor, quasi die Halterung der Waffe, sieht von der Seite immer gleich aus. Allerdings, wenn man von hinten guckt, sieht man, bei der einen Waffe ist sie quasi links bzw. rechts und bei der anderen Waffe gespiegelt. Sie ist nicht genau in der Mitte. Das hat eine Bewandtnis für die Hand. Das zeige ich euch jetzt. Denn diese Waffen können entweder ganz normal als Pistolen in der Hand gehalten werden, wenn man sie allerdings tauscht. So, das heißt, nach außen dreht und ganz reindrückt. Na, kriege ich es da hin. So. Und jetzt den Arm ganz reindrückt. Hat er quasi einen Kanonenarm. Das können wir hier auch nochmal machen. So. Und schon hat Rumble seine Waffenarme. Um zu erklären, wieso ich die Waffenarme quasi nenne, wie auch in den normalen Transformers-Filmen oder auch in der Prime-Serie, sind die Transformers in der Lage, ihre Hände zu verwandeln in Waffen. Früher konnte Rumble halt seine Arme auch selbst transformieren zu diesen Schockrammen. Und diese Rammen, die hat er quasi dann immer so auf den Boden gehauen und dadurch quasi Erdbeben heraufbeschworen. Ja, an sich sehr schön gelöst, dass sie das natürlich als Waffen mit eingebracht haben. Allerdings natürlich auch mit einigen, ja, kleinen Mankos, die mir natürlich nicht so sonderlich gefallen wollen. Die Posen lassen sich auch relativ gut gestalten. Ihr seht's.
Wie immer hat Hasbro allerdings bei der Figur deutlich, was ich schon vorhin erwähnt habe, an Farbe gespart. Als Beispiel, schaut euch die Waffen mal genau an. Schlichtes Schwarz. Nichts Besonderes, keine Bemalung, kein Silber, kein Blau, kein gar nichts. Wenn wir jetzt allerdings auf die Packung gucken, ihr seht es schon, sind die Waffen blau-schwarz. Das heißt, die Färbung auf der Waffe wurde komplett von Hasbro quasi weggelassen. Ganz einfach. Sehr schade. Also das hätten sie ruhig besser machen können. Aber mein Gott, so wird halt gespart am Konsumenten. So. Ja. Wie gesagt, das ist Rumble. Noch einmal kurz ranzoomen. Ich liebe meine neue HD-Cam. Einfach genial, was man für Details sieht. Ja. So viel dazu. Wenn ihr Fragen haben solltet, Kritiken, wie auch immer, dann einfach in die Kommentare posten. Ach, stopp. Bevor wir dazu kommen, zur ganz normalen Bewertung, wie ich es immer an jedem Ende des Videos mache. Fahrzeugmodus, gut gelöst. Allerdings fehlt überall die Farbe, sehr schlicht gehalten, sieht dadurch unfertig aus. Von der Form her, ja, zwar okay. Allerdings maximal 5 von 10 Punkten. Es wäre besser gewesen. Robotermodus. Gelenke, Standard, wie bei jeder Figur, wenn auch durch die Schultern und hinten durch diese Rückenleiste, sehr eingeschränkt. Dadurch für den Robotermodus, er sieht zwar genial aus und massiv und auch sehr aggressiv, trotzdem würde ich sagen, maximal 6 von 10 Punkten. Overall würde ich sagen, 7 von 10 Punkten. Ja, so viel dazu. Kaufempfehlung, ja, ich würde es vielleicht in die Sammlung mit aufnehmen. Allerdings kann man eigentlich auch drauf verzichten, wenn man nicht unbedingt einen Sammler ist, der jede Figur haben möchte. Ansonsten, ja, das war mein Kommentar zum Tage, quasi. So, und wenn ihr noch Fragen haben solltet, wie gesagt, einfach bitte in die Kommentare posten. Und wenn Anregungen sind, Wünsche, wie auch immer, wenn ihr eine bestimmte Figur von den Transformers im Review sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde definitiv schauen, ob ich ein Review dazu machen kann. Schließlich habe ich über fast 1000 Figuren von Transformers. Das sollte möglich sein. 2 ganze Zimmer warten, noch als Review zusammengefasst zu werden. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Ruxfer.